Und damit willkommen zurück zu Mafia 3. Ja, letzte Folge Mülldeponie in die Luft gejagt und gestorben. Na okay, ist jetzt nicht so das Problem. Wir holen uns erstmal ein Auto. Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Das ist sehr schön von dir. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Das ist eine große Hilfe. Gut, die Zeit ist auch schon wieder in der Nähe. Ach. Die Verrückten wollen so Müll und so. So, hallo. Ja, mal. 31.000 sind noch. Okay. Da. So. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da runter? Weit. Stopp immer noch. So. Ich frage mich, wann uns dieser Scheiße um die Ohren fliegt. Der Firmenname steht auf dem Müllwagen. Wir verkassen. Scheiße, unsere Jungs tragen sogar Uniformen, wenn sie den mit abgeben. Was ist doch da, war da jemand? Komm ran hier. Na, komm ran hier. Nee, das wäre anders. Können wir mal schnell machen. So. Das kann nichts Gutes heißen. Nee, kann es nicht. Einfach mal rüber hier. So. So. Da ist Ina. So, okay. Hey, Kumpel, hast du das gehört? Und in da hinten ist die Uhr noch. Das hätte ich entfernen. Ich guck mir das mal an. Na, guck dir mal an. So. Mach mal hier. So. Scheiße.
Was war das? Okay, und dann. Und jetzt wieder? War er das? Ich will alles wissen, was ihr Kackvögel auf der Müllhalde am Laufen habt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Dein Arsch gehört jetzt mir. So. Erschossen habe ich jetzt nicht. Muss ja nicht sein. Das kann man mitnehmen. Damit. Ah, da ist ja noch ein bisschen. So. Den hat er gescheit hinterjagt. So. Ach du Scheiße. Eine reine Müllentsorgung hier. So. Ich würde sagen, Spat. Hier ist keiner mehr. Hier war niemand. Wir gehen wieder. So, lass mal kurz hier ins Auto einsteigen. Dass wir zu unserem Auto kommen. Ich kann das hier nicht verkoppeln. Das ist meine Karre. Nein. So. Okay, das ist schon mal interessant. Zwei Punkte. Das. Okay. Hier rüber oder was? Mal rüber hier. Okay, alle klar, wir sind bei Leichen entzogen. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da ist einer ein bisschen wütend. Also, wie gesagt, wer lesen möchte, kann gerne
lesen. Also Pause drücken, lesen und dann wieder weiter gucken. Ich sag's öfters mit einem dieser Freunde. So, einhaft, wa? Okay. Drei haben wir noch. So. Und so. Und tschüss. So, ein noch, wa? Was zwei denn? Der letzte. Wir machen wenig Krach. So, sehr wenig Krach. Ja, 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 was ist hier los? So. Oh, hier ist noch was, ne? Warte mal. Nehmen wir mal. Hier an der Seite. Hä? Da drin also. Jetzt nehmen wir einfach mal das normale. So. Auf das Ding. Englisches. Hier sind wir mal weg. Nein. Kommt man nicht raus. Bitte eingreifen. Okay, raus hier. Was ist denn los? Alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbare Umgebung eingeleitet. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger wurde in Delray Hollow gerichtet. Was war jetzt? Was?
uns unser Auto verstanden. Wenn wir immer in der Samo, wo wir gerade gelandet sind. Eieiei. Ich würde sagen, am Arsch der Welt. Junge, Junge. So. Wo ist mein Auto? Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ach, schön. Weg aus. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ich weiß das zu schätzen. Schlüssel vergessen. Tut mir leid. An wen schleicht er sich denn daran? Ja. Schlüssel vergessen. Tut mir leid. Thank you.
Naja, hier runter. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu Tode erschreckt. Naja, halb wild. Jupp. Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Müllhalde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Das hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Aber das Konferat. Also ihn zur Rede zu stellen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Bis dahin. Tschüss. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen. Selma Kano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du! Du wolltest mich umlegen. Ich hatte nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Macano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.